Tante Hanna präsentiert Rezeptideen. Hallo zusammen. Als großer Tante Hanna-Fan habe ich zu Weihnachten was bekommen. Tante Hannas Schlemmerstar-Schürze. Das habe ich schon als Wink mit dem Zaunpfahl empfunden, weil schlemmen kann ich ganz gut, nur kochen noch nicht ganz so gut. Daher brauche ich Rezepte, die wirklich schnell gehen. Daher liebe ich natürlich auch Pizza. Das Problem ist nur, dass mir der Belag ganz häufig nicht gefällt. Und irgendwann habe ich im Tiefkühlfach bei Tante Hanna die Gustavo gefunden. Ja, der Teig ist schon sensationell, nur aufpimpen sollte man sie ein bisschen. Ich bin dann mit dem Marktleiter durch die Regale gezogen. Übrigens, ich kann euch nur empfehlen, fragt das Team Tante Hanna nach Rat und sie werden euch behilflich sein. Häufig hat man ja Rezepte und die Zutaten nicht. Bei Tante Hanna findet ihr ganz viele Zutaten und wenn euch das Rezept fehlt, fragt nach. Ja, hier habt ihr oder wir haben im Regal gefunden die Salsiccia Peperoncini, sensationell von Rewe Feine Welt. Wir haben uns für Emmentaler entschieden, dann die getrockneten Tomaten in Streifen geschnitten und in Öl. Dann die Zwiebeln, Artischocken, auch von Rewe beste Wahl, die Sardellen, Oliven, die Kräuteroliven, auch von Rewe beste Wahl, dann die Kapern. Ich wäre nie auf die Idee gekommen, auf eine Pizza Kapern zu legen. Und dann haben wir noch Oregano, um das Ganze noch ein bisschen zu würzen und natürlich auch ein Chili-Gewürz, um dem Ganzen ein bisschen Dampf zu geben. So, und jetzt fange ich an, weil Pizza belegen, das kann ich. So, Arbeit erledigt, schaut, Pizza belegt, alles drauf, was drauf soll. Und jetzt kommt das alles Entscheidende. Den Ofen volle Kanne auf 250 Grad vorheizen, ganz wichtig. Und für 8-9 Minuten reinschieben. Und zwar im oberen Drittel des Ofens. Auf Backpapier und möglichst auch auf einem Gitter, damit die Hitze schön zirkulieren kann. Und davor sitzen bleiben und einfach zugucken. Nach dem Homeschooling kommt das Homecooking. Guten Abend allerseits. Ganz schnell noch, ich habe hier übernommen, ich bin jetzt sozusagen der Wächter. Das sieht gut aus mit der Pizza, das geht voran, 3-4 Minuten noch höchstens und dann geht es weiter. Ganz kurz zur Inspiration. Wir haben, als wir die Pizza zum ersten Mal gegessen haben in dieser Art und Weise und Bettina hat eben federführend die Zutaten ausgesucht, haben uns angeschaut und haben gesagt, ja, das ist mediterran, so schmeckt der Süden. Und das ist noch ganz lustig, Bettina hatte dann die Idee, die Pizza eben nach dem Süden zu benennen. Süden. Und es ist auch ganz lustig, vor 2 Jahren waren wir auf einem ganz wunderbaren Konzert in Hamburg mit 3 ganz wunderbaren Musikern, Schmidtbauer, Polina und Kelberer. Die haben das Projekt Süden 2, haben dazu eine CD rausgebracht, die haben wir natürlich an dem Abend ergattern können und bei der Gelegenheit, ob ihr es glaubt oder nicht, mit Signaturen dieser 3 Troubadoure. Ganz wunderbare Musik, die so das Lebensgefühl des Südens widerspiegelt. Und wir lassen uns jetzt mitten im Januar bei Eiseskälte, lassen wir uns die Pizza Süden schmecken. Ich melde mich gleich, wenn es ans Zerteilen geht. So, hier ist das gute Stück. Und dazu gibt es jetzt natürlich auch einen leckeren Wein. Da sagt Tommy noch was dazu. Okay, na, ich habe ausgesucht einen Rotwein, ein Merlot aus der Traditionslinie des Weinguts Bergdolt, Reif und Nett in der Pfalz. Und den lassen wir uns dazu schmecken. Und ja, wir wünschen euch einen charmanten Abend. Und ja, wir würden uns freuen, wenn ihr uns einfach nacheifern würdet. Und wir sehen uns bei Tante Hanna. Bis dahin. Ciao, ciao.